Zugeschaltet ist mir jetzt der Terrorismusexperte Rolf Tophofen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Warum, Herr Dinkel? Also das ist natürlich eine interessante Information, die wir da gerade aus Beirut bekommen haben. Möglicherweise haben Agenten tatsächlich eine Art Nanotracker oder sowas an Nasrallah platzieren können. Technisch werden Sie uns das wahrscheinlich auch nicht im Detail erklären können. Nur wie aufwendig ist überhaupt eine solche Aktion aus Geheimdienstsicht? Wie muss man sowas vorbereiten? Wie kann sowas funktionieren? Also wenn wir die Vorbereitung sehen, so ist hier im Grunde in klassischer Weise wiederum ein à la James Bond, möchte ich was sagen, ein Scope der israelischen Abwehr gelungen. Man muss ja wissen, dass in Israel das oberste Gebot ist Intelligence, Aufklärung. Die Israelis wollen erst mal wissen, wer wann wo sitzt. Und dann erst wird die Luftwaffe alarmiert. Dann erst werden die Spezialeinheiten eingesetzt. Und sozusagen die Ouvertüre der massiven Schläge gegen die Terrororganisation Hisbollah ist ja vor 8 Tagen schon durch die explodierenden Pager und Walkie-Talkies gegen führende Kommandeure der Hisbollah eingeleitet worden. Was jetzt passiert beim Tod Nasrallah, toppt das wiederum. Denn hier ist ein entscheidender Vorgang jeder israelischen Antiterroroperation zu sehen. Erstens Aufklärung, dann führt man die Truppen heran, weder Bodentruppen oder die Luftwaffe, und dann wird zugeschlagen. Aber entscheidend ist wohl das Heranführen von Agenten. Und es gibt ja verschiedene Quellen. Unter anderem soll ein Iraner den Israelis das zugespielt haben. Iran wäre ja dann in Beirut möglicherweise ein Agent der Israelis, der rekrutiert wird. Und die Israelis setzen natürlich bei solchen Vorfällen grundsätzlich auch viel Geld ein. Und sie sind ja, was die Intelligence, was die Aufklärung betrifft, in Beirut, im Libanon aufgrund der geografischen Nähe sehr gut aufgestellt. Sie haben ein perfektes Netzwerk über den gesamten Nahen Osten gelegt. Und interessant ist, das hat möglicherweise auch durch die manipulierten Pager und Walkie-Talkies vor acht Tagen auch die Funkaufklärung der Israelis funktioniert, sodass man auch die gesamten Top-Kommandeure der Hamas, der Hisbollah, aber auch der Hamas natürlich abhören kann. Und in Israel gibt es eine Eliteeinheit, das ist die Einheit 8200. Da kommen die besten Studenten von den Universitäten, die gehen nicht in die Kampfeinheiten, sondern das sind die intelligenten Augen und Ohren des israelischen Geheimdienstes. Und noch eins muss man wissen, hier hat nicht nur die Mossad-Aufklärung in Beirut funktioniert, sondern auch der sehr effiziente Amman. Amman ist die militärische Aufklärungsmaschine der israelischen Armee, sozusagen der militärische Geheimdienst, ist also der dritte Komponent israelischer Aufklärung, Terroraufklärung, Feindaufklärung. All dieses hat natürlich hier in Beirut zusammengegriffen und von daher ist es am Ende dann gelungen, als man den Ort des Hisbollah, Top-Terroristen Hisbollah wusste, ist die Aktion ausgelöst worden. Grundsätzlich gilt bei Israel, und ich fasse das mal zusammen, das sind gezielte Tötungen. In Israel spricht man von gezielten Tötungen, das heißt, eine Person, ein Objekt wird aufgeklärt, wird ausgekundschaftet und dann startet die Operation. Aber grundsätzlich führt bei jeder Operation in Israel die Aufklärungsergebnisse der Inlandsgeheimdienst, Shin Bet oder Shabak im Hebräischen auch, der Mossad und der Aufklärungseinheit der Armee mit der Funkaufklärung 8200. Und grundsätzlich, wenn die Aufklärungsergebnisse zusammengefügt sind, gibt nach diesen Erkenntnissen der jeweilige Ministerpräsident das Go für eine Operation.
Also Aufklärung, Ausbildung und Technik spielen eine ganz große Rolle. Der Terrorismusexperte Rolf Tophoven, ganz herzlichen Dank. Das war höchst spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich für all Ihre Informationen und die Analyse. Dankeschön. Gruß nach Berlin. Tschüss.